Barakallahu fikum, schämen. Schämen ist natürlich eine gute Eigenschaft. Aber schämen wird schlechte Eigenschaft, wenn du dadurch deine Religion nicht lernst und wenn du dadurch deine Rechte abgibst. Dann ist das nicht mehr schämen, sondern das ist Angst. Und in der Religion, das ist eine Art Überheblichkeit. Aber natürlich Schamgefühl. Schamgefühl ist etwas Schönes. Dass du dich schämst, ein schlechtes Wort zu sagen. Dass du dich schämst, bestimmte Sachen zu machen. Dass du dich erstmal vor Allah subhanahu wa ta'ala schämst. Dass du dieses Schamgefühl vor Allah hast, indem du keine Sünden begehst. Und wenn du auch eine Sünde begehst, dann schämst du dich für diese Sünde. Dann bittest du Allah um Verzeihung, Vergebung. Und wenn du nochmal auch die Sünde machst, dann schämst du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sagt der Prophet وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. Aber diese استحيا فاستحيا الله منه والآخر بارك الله فيكم, diese drei Leute, der Prophet, es gab drei Leute, die kamen in die Moschee rein und einer kam nach vorne und saß, einer ist hinten geblieben und der andere ist weggegangen. Der Prophet sagte, soll ich euch nicht erzählen von der Kunde von diesen drei Personen, die reingekommen sind. Der erste, der kam, awa fa'awahu Allah, Allah hat ihn aufgenommen. Der andere, der hat sich geschämt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala sich vor ihm geschämt. Und der dritte, Adbara, der hat Allah dem Rücken gekehrt, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch sozusagen gelassen oder unterlassen. Das heißt, der bekommt keinen Lohn dafür.